160 Kilometer Fahrrad fahren, nachdem man ganz lange nicht mehr Fahrrad gefahren ist. Ja, jetzt am Wochenende stehen die kürzesten Tage des Jahres an. Restrap hat den Solstice Century Ride quasi ins Leben gerufen, weil die haben gesagt, fahr doch jetzt mal, wo die Sonnenwende ist, an den kürzesten Tagen einfach mal 160 Kilometer Fahrrad. Ich bin jetzt schon fast 2 Monate irgendwie nicht mehr richtig Fahrrad gefahren. Deswegen wird es Zeit, dass ich mal wieder reintacke und ich nehme euch mit. Let's go! So, man sieht es nicht so wirklich, aber das ist der Weihnachtsmarkt am Heumarkt in Kölle. Und ich würde fast behaupten, das ist zumindest für mich der schönste Weihnachtsmarkt hier in Köln. Da hat man nämlich auch eine kleine Schlittschuhbahn, kannst ein bisschen Schlittschuh laufen und er sieht auch einfach, finde ich, am schönsten aus. Es ist viel zu warm, ey. Ich muss mal die Jacke wechseln. Ich habe heute irgendwie mit 0 oder 1 Grad gerechnet. Habe ich auch gestern Abend so im Wetterbericht gesehen, aber es ist einfach gefühlt 5, 6, 7 Grad. Deswegen bin ich auch viel zu fett angezogen. Für die schöne Deko lohnt es sich auch mal kurz anzuhalten, oder? Der Bär hat sich sogar bewegt. Jetzt mit Öl, gut. Geht wieder weg. Ja, schön. Weihnachtszeit kann wirklich losgehen. Ich freue mich drauf. So, nach 42 Kilometern melde ich mich auch noch mal zu Worte. Wir haben gerade Nörvenich passiert und ich habe das Problem, dass die GoPro-Akkus zwar alle geladen sind über Nacht, aber es mal wieder so kalt ist, dass die GoPro eine Minute durchhält und dann ist der Akku auf einmal wieder tot. Deswegen muss ich jetzt gucken, dass ich die GoPro immer schön nah am Körper halte, die Akkus warm halte, damit ich auch noch was filmen kann für euch. Ja, mein Weg führt mich halt raus aus Kölle, einmal in der Eifel quasi so an der Grenze entlang und wieder zurück nach Hause. Habe ich ihn bei Komoot rausgesucht, knapp 160 Kilometer. Und ja, ich bin mal gespannt, ob und wie ich das noch überlebe, nach so einer langen Zeit nicht solche Strecken zu fahren. Aber ich habe Bock, Leute. Ah, geil. Schon die Berge vor mir. Einfach nur Feldwege, einfach nur fahren. Ich lieb's. Ich hoffe, die Windgeräusche sind gerade nicht zu krass. Weil ich muss gerade noch mal mit dem Handy was aufnehmen, weil die GoPro einfach, ja, die geht ständig aus. Ich muss die Akkus irgendwie noch wärmer halten, keine Ahnung. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Ich hoffe, ich krieg noch irgendwie ein gutes Video daraus. Kilometer 57, keine Ahnung, wo ich genau bin, aber endlich zeigt sich auch mal die Sonne. Ah, herrlich. Ich fühle mich noch ganz gut, auch wenn ich aus meiner Morgenroutine rausgerissen wurde, die jetzt seit neuestem etwas anders ist. Und zwar mache ich Wim Hof Atemübungen und gehe morgens in die Regentonne, die ich mir besorgt habe und auf den Balkon gestellt habe. Ja, habe ich heute Morgen nicht gemacht. Aber dafür immer schön einen Ingwer-Shot noch reinknallen. Ja, Kaffee erst mindestens 3 Stunden später, nachdem man aufgestanden ist. Und ja, heute habe ich zum Beispiel noch gar keinen Kaffee getrunken. Mal gucken, ob ich gleich irgendwo einen Kaffee to go auf die Schnelle finde. Weil eigentlich will ich heute nur Kilometer machen. Nicht anhalten, nichts zeigen, nicht kein Blödsinn machen. Einfach nur fahren und genießen. Ja, wir befinden uns in Kreuzau. Schönes, kleines, beschauliches Städtchen. So, kaum habe ich ausgesprochen, hier in Kreuzau habe ich schon bei der Bäckerei Kaminiatz so ein Kornkrüstchen geholt. Laugenstange, Käffchen, zweimal in das Brötchen reingebissen, Empfehlung, geht auf jeden Fall maximal raus für diesen Bäcker hier in Kreuzau. So, wir verlassen Untermaubach und fahren nach Obermaubach. Schönes Schlösschen steht hier. Hier ist schon so ein bisschen bergig und ich rieche die ganze Zeit so Kaminholz und so. Boah, ich fühle mich direkt wie im Urlaub, so Österreich, ne? Ich bin so voll der Österreich-Fan. Geil. Das Ganze muss man nur 63 Kilometer aus Köln rausfahren und dann hat man so was Schönes hier.
So, da ist die Ruhr. Da fließt es als Flüsschen entlang. Ja. Und das hier ist ein Kraftwerk, wo wir gerade drüber fahren. Wummt auch ganz schön und unter uns wird Strom produziert. Beste, was du machen kannst, ne? Bei Wasser haben wir ja eigentlich sehr viel. Man darf nur nicht die Wege vom Wasser verbauen, sonst hast du wieder Überflutung. Aber schön hier, oder? Hier morgens einfach sein Eisbad nehmen, finde ich viel geiler als bei uns. Und du Kollege, der ist wohl auch gerade erst auf hier gestanden. Ja, herrlich. Herrlich. Vor allem auch, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Für mich sind das schon fette Berge. Gut, jeder Österreicher und Schweizer lacht. Ja, in Köln habe ich ja sowas nicht. Deswegen ist es immer schön, hier zu sein. Ja, da kann man auch bestimmt vielleicht irgendwo super graveln, ne? Aber heute bin ich nicht auf Gravel-Strecke unterwegs, sondern auf Fahrradwegen. So, 96 haben wir noch. Wieder jetzt. Achtung, Rutschgefahr. Deswegen auch schön mit einer Hand hier rüber. So, wir fahren wieder über die Ruhr, über eine richtig geile Brücke. Voll nice. Die ist schon wieder so still. Geil, ne? Ab und zu brauche ich das ja auch mal, ne? Einfach mal Ruhe. Aber dauerhaft, hier, also hier wohnen, ne? Ich sag das immer wieder. Ich glaube, hier wohnen kann ich nicht. Noch nicht. Ich glaube, dafür bin ich noch nicht alt genug. Boah, ist das geil. Einfach nur Natur und das Bachrauschen so ein bisschen dazu. Geil. Verschlägt mir quasi schon direkt die Sprache. Nationalpark Eifel. Cool. Ich habe gerade mal gegoogelt, das ist das Burgmuseum Nideggen. Das ist schon krass, wie das auf diesem Felsmassiv da drauf steht. Geil. Ja. 15%. Boah, ich bin mir voll einer am Abstapeln. Boah, ich bin dieses Berge hochfahren mit dem Fahrrad schon gar nicht mehr gewöhnt. Ich bin in der letzten Zeit nur sehr viel gejoggt, was gut in die Beine ging. Ja, gestern auch schon wieder 8 Kilometer. Hätte ich besser nicht gemacht. Ich merke schon wieder übelst krass. Aber ich muss meinem Körper einfach mal viel mehr abverlangen. Was ich die letzten 40 Jahre ihm abverlangt habe, war vielleicht nicht immer ganz geil. Deswegen ich jetzt auf viele Sachen verzichte, vieles anders mache. Kann ich gerne mal näher drauf eingehen, wenn es euch interessiert. Aber ja, jetzt will ich nur noch das Gute verlangen. Aber das war mir klar, dass wir hier in der Eifel Höhenmeter schoben. Ne? Das war mir ja bewusst. Und das möchte ich ja auch. Aber irgendwie so ein bisschen jammern gehört doch immer dazu. Oh, warum tue ich das? Und im Nachhinein findest du es doch eh geil. Ist doch immer so, oder? Oder was sagt ihr, lieber Ottohüs? Boah, ich hätte das Vitamin D heute gar nicht supplementieren müssen. Es knallt mir ja gerade voll rein. Boah, ist das schön, Leute. Ist das schön. Immer wenn ich Fahrrad fahren wollte, hat es geregnet. Jetzt fahre ich Fahrrad und wir haben Sonne. Krasse Fachwerkhäuschen. Vor allem das hier. Es sieht halt unglaublich schief auch aus. Aber wir sind hier gelandet. Ist auf jeden Fall ein richtig uriges kleines Dörfchen. Hier ist so eine Schmiede und sowas. Es ist echt, als wäre hier die Zeit stehen geblieben, ne? We'll be right back.
trampel hier gerade durch Heimbach. Auch sehr beschaulich kleines Örtchen. Und da war gerade ein älterer Herr, der mich anguckte, am Grinsen war und sofort einen Daumen hoch gab. Ich glaube, der fand das Fahrradfahren hier in der Eifel einfach ziemlich gut. Also der Mann hat echt gestrahlt. Das Strahlen ging direkt in mich über. So, das ist immer geil. Kleine Momente, die einen erst machen. Wieso fährt der Radfahrer eigentlich wieder auf der Straße? Keine Ahnung. Ich kam jetzt endlich mal ein paar Rennradfahrer entgegen. Also, sie sind wohl auch gerade alle aufgewacht und unterwegs. Irgendwie war ich gefühlt die ganze Zeit alleine hier als Radfahrer. In dieser schönen Umgebung. Boah, ich sagte ja, bloß nicht anhalten und Strecke machen. Aber ich muss euch das ja auch mal zeigen hier. Ich muss das ja auch irgendwie genießen. So ein schöner Weitblick. Natürlich wieder mit der Kamera ja nicht so einfangbar. Aber es ist schon schön weit, was man gucken kann. Ja, gefällt mir ganz gut. Wir sind bei Kilometer 84,7. Also wir haben schon über die Hälfte geschafft. Da oben steht wieder Kreuzau und Niedecken drauf, wo ich schon war. Simmerath, da war ich auf jeden Fall schon mal und habe da eine Bikepacking-Tour gemacht, ist mal hier oben verlinkt. Ja. Aber ich muss weiter da entlang. Grüße. Ich wusste es, ne? Auf der Strecke war irgendwie Straße rein und wieder rausfahren. Wo ich mir dachte, ja, das siehst du ja locker. Auf der Karte natürlich nicht. Ich soll wieder umdrehen. Da habe ich natürlich voll vercheckt, weil ich habe mir jetzt Techno auf die Ohren gemacht. War gerade am Essen, voll im Flow. 89 Kilometer, mir geht es noch sehr gut. Ich muss gucken, dass ich immer genug esse. Dann klappt das auch, ne, mit dem Energieverbrauch und so. Das habe ich ja vorher nie gemacht. Deswegen, naja, nicht schnacken, weiterfahren. Natürlich nicht gescheitert. Ja, warum saß ich eigentlich so lange nicht mehr auf dem Fahrrad? Ne? Ich kann es eigentlich wirklich selber nicht beantworten. Ne? Ich liebe Fahrradfahren, aber ne, wer mich kennt, ich bin Schichtarbeiter und immer wenn dann mal die Zeit war, ey, da war so ein Dreckswetter, dann hast du einfach gar keinen Bock rauszugehen. Da war ich schon immer wieder am Gucken, oh, hol ich mir jetzt hier so einen Indoor-Trainer und fahre Zwift drinne. Aber bin ich auch mal ganz schnell wieder weg von dem Gedanken, weil ich will ja auch draußen die frische Luft genießen und so. Ich sag ja, irgendwann wird das vielleicht mal Einzug erhalten, aber noch kämpfe ich irgendwie dagegen an. Und ja, wie gesagt, wenn ich dann irgendwie mal Schicht hatte, sitze zu Hause, gucke aus dem Fenster, die Sonne scheint, ich denke mir, boah, die Leute fahren schon wieder Fahrrad, ne? Man sieht sie auf Instagram. Und ich kann nicht. Wie gesagt, immer wenn die Zeit war, es war am Regnen. Ja, deswegen, ich habe mich dann anderweitig fit gehalten, ich habe die ganze Zeit Kraftübungen gemacht, ich habe Hit-Training gemacht. Und ich bin wieder sehr viel joggen gegangen, weil ich ja auch mal versuchen wollte, einen Halbmarathon zu laufen. Mal gucken, ob das 2:24 klappt. Und generell fit bleiben. Ne? Wie gesagt, ich will meinem Körper jetzt so viel Gutes einfach mal wiedergeben, was ich ihm Schlechtes gegeben habe. Deswegen, ich will mich auf allen möglichen Ebenen irgendwie versuchen, wieder fit zu halten. Aber so richtig fit. Damit Rad am Ring im Einzelstarter-Segment für mich dann auch mal... ja, ich muss dann gucken, wie ich die Runden da schaffe. Das wird auf jeden Fall krass als Einzelstarter, denke ich mir. Wenn ich zumindest mehr als 5 oder 6 Runden fahren will. Ja, deswegen, ich versuche mich einfach fit zu halten, gesund zu ernähren und sowas. Ja, und ich will jetzt wieder viel mehr Fahrrad fahren. Ich muss da jetzt wirklich mal wieder beibleiben. Scheiß auf das Wetter, Leute. Und ja, deswegen habe ich mir auch, glaube ich, vorgenommen, wenn ich das jetzt schon wieder ausspreche, ist es ja schon wieder...
verflucht, dass ich nicht mache, aber ich versuche mal die festive 500 im Kopf zu behalten, ja? Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ja, was hat mich jetzt eigentlich wieder motiviert zu fahren? Wie ich ja anfangs des Videos sagte, hat ReeceRap gesagt, fahrt doch mal vom 15. bis 17. an den kürzesten Tagen des Jahres eine 160 Kilometer Strecke. Das macht ReeceRap übrigens öfters. Non-sponsored hier auch an der Stelle, auch wenn ich hier ReeceRap Taschen fahre. Ja, wie gesagt, die rufen öfter zu sowas auf. Man musste dich halt vorher mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und dann kannst du so einen kostenlosen Patch haben. Ja, einen so einen Patch habe ich ja schon von ReeceRap. Den habe ich bekommen, als ich die Tour in die Eifel gemacht habe. Ja, für mich ist auf jeden Fall so ein kostenloser Patch. Das ist irgendwie, keine Ahnung, war jetzt für mich so die Motivation, mal wieder Rad zu fahren. Und ja, ich stehe auf sowas, ne? Wenn man dann irgendwie so, ja, so ein bisschen Challenge-Gedanken dabei hat. Weiß ich nicht, catch mich auf jeden Fall. Deswegen bin ich ja wirklich auch am Überlegen, diese festive 500 zu machen, auch wenn ich da gar nicht da so irgendwie drinne bin, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Er ist einfach der Babo. Kilometer 123, weil das Swist durchstreift, oder bin ich auch noch, keine Ahnung. Ja, so also langsam meldet sich mein Knie schon wieder. Jetzt sagt auch, was ist das denn, was du da schon wieder machst? Du bist die ganze Zeit gejoggt, jetzt fährst du wieder Fahrrad, dann spielt das Knie wieder verrückt. Und ich hätte mal runterschalten müssen, es geht nämlich berghoch. Ja, wollte ich auch nur gesagt haben. Hey Digga, hier geht's leicht bergauf, ne? Und der alte Mann da vorne, boah, der zieht sowas von weg, wie der eben schon seitlich den Berg hochkam. Also wir sind nicht die gleiche Strecke gefahren. Ey, der hat ein Tempo drauf gehabt. Alter, und der zieht hier eine Pace. Ich komme gar nicht hinterher. Ich verbrauche hier gerade alle Körner. Wahnsinn. Ey, was Fahrradfahren bzw. fit halten, ne, den Körper fit halten, alles mit sich bringt. Du ziehst einfach im Alter auch die jungen Leute weg. Geil. Ja, ich habe den Mann gerade noch eingeholt und habe gesehen, er hat eine Weihnachtsmannmütze auf. Deswegen dachte ich, weiße Haare. Er war aber trotzdem relativ alt. Ich habe jetzt nicht nach dem Alter gefragt. Und ja, ich habe ihn eingeholt. War schon am Schnauben. Ich dachte, hey, super Tritt haben sie drauf. Ne? Hopp, hopp. Da war er ganz entspannt. Der fährt halt auch viel Fahrrad, sagt er. Wenn die Zeit da ist, fährt er sehr gerne Fahrrad, am besten jeden Tag und hält sich damit fit. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ne? Absolut geil. Ja, dem Mann hat das gar nichts ausgemacht, wirklich den Berg da hoch zu ballern. Wirklich, der ist geballert. Krass. Ja, wollte ich nur mitgeteilt haben, das sind diese Sachen, die mich echt immer motivieren. Ne? Falsch abgewogen. Geht's darüber. Fahrt, wir jetzt hier wieder auf Fleisch. Und ja, geht schon wieder Richtung Köln. Jetzt kommt gar nichts mehr Besonderes. Ich kenne das alles. Nichts Schönes mehr, wenn ich ehrlich bin. Der einzige schöne Teil heute war wirklich in der Eifel. Das war das Einzige, was mir richtig gefallen hat. Der Rest finde ich für mich ermüdend, langweilig und dann nur zum Strecke machen reicht mir das. Hier ist auch direkt wieder grau und fieselig. Ja. So, die letzten 20 Kilometer reise ich jetzt noch irgendwie runter. So Leute, die 160 Kilometer sind im Sack und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen im Sack. Ja, hier, es sind auch 161 geworden. Na gut, wenn man sich hier und da ein bisschen verfährt. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
gute 7 Stunden auf dem Rad gesessen. Es hat echt wieder Bock gemacht. Das habe ich echt wieder gebraucht. Und ja, es erfüllt mich auch wieder mit Freude. Es ist einfach nur geil. Und ich hoffe, ich konnte jemanden damit motivieren, vielleicht sich auch mal wieder auf den Bock zu setzen und einfach mal eine Runde zu drehen. Keine 160, ob du jetzt auch 16 Kilometer fährst. Kackegal, Leute. Einfach mal auf den Bock und einfach mal schön durch die Materie diven. So. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein, Leute. Ciao.